Kopfkino bei Hör mal zu. Danke für dein Like. Ich brauche alles, was die freigelassenen Geiseln über den Mann in der Bank ausgesagt haben. Ja, wollen Sie denn jetzt los? Los, Mensch, mach schon. Ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich da rankomme jetzt. Millinger, Mensch, das ist auch dein Problem. Bis vor 10 Minuten hat sich die Sache überhaupt noch nicht interessiert. Vor 10 Minuten? Mensch, bist du Historiker oder Polizist? Hör zu, Gerd, ich muss ran an die Sache. Ich kann dir das jetzt nicht erklären. Ich bin dein Chef. Ja, ich weiß, wie spät es ist. Aber wir brauchen einen Aufschub. Nein, das ist kein Trick. Der Fernseher ist kaputt, aber... Sie kriegen jetzt einen Monitor, aber der muss geholt werden und aus dem Studio, das ist in Unterföhring. Kommen Sie, erzählen Sie mir nichts. Ich warne Sie, halten Sie mich nicht für dumm, sonst stirbt da ein Mensch. Schildern Sie Ihre Situation. Genau. Er hat mir den Revolver in den Hals gesetzt. Genau, die Schlacher. Bitte, machen Sie alles, was er verlangt. Um Gottes Willen, machen Sie überhaupt keine Geschichten, keine Tricks, bitte. Er bringt uns alle um. Ich bitte nicht. Er meint es eher, er blufft bestimmt nicht. Ich habe meine Kinder. Meine Kinder. Hören Sie auf zu feilschen. Passen Sie auf, ich drehe die Leute um und mich dazu. Kinder. Wenn dieser Herr Staatsanwalt wirklich stürmen lässt, dann gibt es einen Blutbad. Die Einsatzleitung will einen Trick probieren. Sie versuchen, durch den Keller in die Schalthalle zu kommen. Ja, und dabei gehen die 3 Leute drauf. Todesursache, die Polizei wollte einen Trick probieren. Wenn er erst raus ist, kommt er durch. Es wäre die Bankrotterklärung der Justiz. Na, das wäre doch nicht die erste. Also rufen Sie jetzt den Präsidenten an oder nicht? Na schön, Köster. Aber ich lasse mir das nicht nehmen. Sie haben etwas vor. Also... Lassen Sie den Mann herkommen. Meine Bedingungen, die sind 24 Stunden Vorsprung und keinerlei polizeiliche Aktivität während dieser Zeit, sonst ist jemand tot, ja? Verstanden? Dann voller Tank, Reservekanister, Verbandszeug, ganz wichtig, und Autoradio. Und hören Sie mal gut zu. Ich kann das vor der Abfahrt nicht alles prüfen. Ich werde das während der Fahrt tun. Haben Sie verstanden? Wenn Sie Wert noch auf Ihren Mann legen. Ja, das meine ich. Und der Kommissar. Gut, sagen Sie dem Kommissar, er soll den Fernseher mitbringen. Und zwar, er soll ihn in beiden Händen tragen, verstanden? Und in der Tasche Handschellen. Klar? Sigi, mach mal so eine Art Leutnant von Terti. Häng dich an ihn ran. Ich möchte gern wissen, ob er nervös wird. Das wäre schon was. Und wie soll ich Ihnen das mitteilen? Ja, wenn ich das wüsste, dann hätte ich es dir gesagt. Nehmen wir an, dass mir das noch einfällt. Irgendwie lasse ich von mir hören. Viel Glück. Sie brauchen mehr als ich. Du, Moment mal. Sag mal, wie war das eigentlich heute Morgen? Wieso war die Polizei so blitzartig in der Bank? Eine Alarmanlage? Unglück. Die nächste Funkstreife war praktisch gleich um die Ecke. Die haben dann einen Unfall aufgenommen. Wieso? Ach, Herr Köster, was sind die Handschellen? Was soll ich mit Handschellen? Die hat er verlangt. Los, also von mir aus ganz los. Kommen Sie. Wer? Halt! Arme auf. Das geht nicht, zu schwer. Ich sehe ob links und rechts vom Eingang die Polypen stehen. Nein, es steht niemand da. Wäre doch sonst nie reingekommen. Ich bin doch kein Selbstmörder. Ja, aber es kann ja sein, dass in der Zwischenzeit... Nein, bestimmt nicht. Ja, warum zeigen Sie das Bild nicht? Wir haben es noch nie gesehen, dass bei einer Fußballübertragung alles mögliche ist. Maschkewitsche! Los, nicht der Ball! Ball! Rufen Sie die Einsatzleitung an! Da. Sehen Sie? Die haben nur geschlafen. Sie kommen hinter mich. Nein, Sie sehen! Halten Sie sich ganz fest und Sie gehen knapp hinter mir. Nein. Einsteig! Und abfahren. Der Idiot hat sich Köster als Geisel anbringen lassen. War das Köster? Das war gerade den miesen Bild, kann man aber überhaupt keiner erkennen. So mies kann kein Bild sein, dass ich Köster nicht erkenne. Fahr mal den Rekorder zurück. Na klar, das ist Sigi. Natürlich ist das Sigi. So idiotisch stellt sich doch sonst niemand an. Schwein.
Wir werden staunen bei der Autopsie. Kein Gramm Blut, nur Alkohol. Ende der Vorstellung. Schade. War mal klasse, der Sigi. Ja, vor 100 Jahren. Kapiert ihr jetzt endlich, warum ich ihn rausgeschmissen habe? Weißt du, dass Rotte den Alten schafft? Wenn ein Hund bald umlegt, hat er eine Chance. Wenn er sich aufs Quatschen einlässt, seift ihn der Alte ein wie auf dem Friseursessel. Dumm ist Rott nicht. Ich stehe wohl nicht in Ihrer Kartei, oder? In meiner nicht. Aber das will nichts heißen. Mein Computer ist nicht mehr fabrikneu. Dem Kollegen können Sie ein Bier zahlen, wenn Sie ihn wiedersehen. Ich fahre Sie, wohin Sie wollen. Ich glaube nur, das wissen Sie langsam selbst nicht mehr. Das glauben Sie. Wo schaltet man den Polizeifunk ein? Glauben Sie wirklich, die teilen das über Sprechfunk mit, was Sie machen? Wenn Sie was machen. Das kann verschlüsselt sein. Ja, wir können keine Verschlüsselung aus dem Ärmel schütteln. Wenn wir wollen, dass niemand mithört, dann schalten wir auf X. Aber das können Sie ja auch mithören. Na, hoffentlich bleibt so. Herr Lehrer. Das bleibt so genau 24 Stunden. Dann werden die auf mich keine Rücksicht mehr nehmen. Nein, wir verfolgen nur mit Observationsfragen, Herr Präsident. Moment, ich schicke Sie rüber. Ja, zum Präsidenten bitte. Nein, da besteht keine Gefahr. Ich würde fragen, ob Sie vielleicht mit dem Rotkreuz-Hubschrauber verfolgen. Nein, ich habe ausdrücklich gesagt, kein Hubschrauber. Oberstaatsanwalt Dreyer. Da sind Sie wieder. Schon seit Murnau. Wir haben Sie doch abgehängt. Sie kennen diese Typen nicht. Ich nehme an, die haben die Umleitung bei Penzberg geschnitten. Und dass wir Richtung Garmisch fahren, das haben die schon gerochen, als wir Berufholding runter sind von der Salzburger Autobahn. Es muss was passieren. Ich brauche einen anderen Wagen. Ich kann nicht den ganzen Tag mit der Polizeikarre rumkurven. Das sagen die sich auch. Das möchten die mitkriegen. Also dann tun Deswegen Sie was. Deswegen sind Sie so manierlich. Lassen Sie sich was einfallen. Die Burschen müssen weg, und zwar endgültig. Ich brauche einen neuen Wagen, ich brauche einen Verband und ich habe Durst. Also, tun Sie was. Ich bin nur Fahrer. Gut. Sie wollen mal ausprobieren, wie weit ich gehe. Also, ich schieße auf die erste Person, die uns in der nächsten Ortschaft entgegenkommt. Ich hoffe, es ist kein Kind. Das tun Sie nicht. So mies sind Sie nicht. Ich ziehe aufs Bein. Aber aus dem fahrenden Auto kann ich nicht garantieren. Wie gut schießen Sie? Bitte, Annemarie, ich kann nicht nach Haus. Kann ich heute Nacht hier bleiben? Ja, eigentlich schon. Ist nur ausgerechnet heute. Um 7 kommt so ein reicher Mensch. Komm, erzähl mir doch nichts. Ich hab's doch schon im Fernsehen gesehen. Das mit der Südbank war Klaus, nicht? Hm? Ich kann also nicht hier bleiben. Natürlich kannst du hier bleiben. Ist doch überhaupt kein Problem. Hm. Ich rufe diesen Kerl einfach an und verschiebe die ganze Sache auf morgen. Und mach dir mal keine Sorgen. Dein Junge ist doch clever. Ich mache mir Sorgen um mich. Da hat die hinter mir. Ach du Schreck. Aber wieso denn das so plötzlich? Ich denke, zwischen Gala und dir ist alles vorbei. Ja, ist es ja auch. Aber ich weiß was von ihm. Ich habe was gegen ihn in der Hand, was uns einen Kopf kosten kann. Und er weiß, dass ich es aufgeschrieben habe und bei meinem Rechtsanwalt hinterlegt habe. Aber dann kann dir doch gar nichts passieren. Ja, schon. Aber jetzt, wo Klaus festsitzt, wo er jetzt nicht da ist, dann denkt er wahrscheinlich... Ich weiß auch nicht, was er denkt. Jedenfalls stand er eben vor meinem Haus. Du, Annemarie, ich halte nicht mehr viel aus. Der schleppt mich zum Rechtsanwalt. Bringt er dich um? Er darf mich aber nicht finden. Hier wird er dich aber finden. Er weiß, dass wir beide befreundet sind. Du musst raus aus der Stadt, und zwar sofort. Ich kann nicht. Ich bin mit Klaus verabredet. Ich kann nicht. Katja, der macht Hackfleisch aus uns beiden. Kommen Sie damit zurecht? Warum ich? Ich habe schon eine Vorstrafe wegen Autodiebstahl. Wenn Sie sonst nichts auf dem Kerbholz haben? Im Ernst? Wenn Sie sich stellen und mich heil abliefern, guter Anwalt, kann man immer noch was gerade biegen. Ja, ja, einmal musste diese Predigt ja kommen. Haben Sie sich deswegen gestellt als Geisel? Ich dachte, ich probiere es mal. Zuerst knacken Sie ja mal den Wagen hier. Muss doch ein schönes Gefühl sein für den Bullen.
Lassen Sie mich das machen, ich mach das schon. Was macht Sie mit meinem Wagen hier? Das ist ein Notfall. Bitte händigen Sie mir Schlüssel und Wagenpapier aus. Sie sind bei Trost. Hä? Bitte machen Sie keine Schwierigkeiten. Sie nicht bei Trost. Es ist dringend, machen Sie keine Schwierigkeiten. Kann zeigen Sie mir Ihren Ausweis, zeigen Sie mir Ihre Papier. Sie bekommen alles rückerstattet. Ihr Lichtbild. Nicht. Umdrehen. Nicht. Was wollen umdrehen. Sie denn? Was umdrehen. Nicht. Sind Sie wahnsinnig? Aufstehen. Sie sind wahnsinnig. Anfassen. Okay. Anfassen. Moment. Moment. Die Leute brauchen das ab und zu mal. Das ist absolut überflüssig. Mann, was haben denn Sie eigentlich im Hirn? Hm? Da drüben steht das Polizeiauto mit Funk und allen Schikanen. Wenn ich den nicht hingelegt hätte, dann könnte sofort die Polizei rufen. Die Polizei hält still bis morgen Mittag um 1 Uhr. Begreifen Sie das endlich? Moment. Ich habe mich in Ihre Gewalt begeben, damit Sie genau diese Dinge nicht machen. Aber wenn Sie Leute gleich umhauen, dann hätten Sie auch eine von den Mädchen von der Bank mitnehmen können. Sie warten da. Weiter in den Wald rein. Ja? Meine Art von Zeit. Was ist denn los? Nichts betrifft Sie nicht. Tut es mir einen Gefallen, fotografieren Sie den Mann in dem Jaguar. Aber nicht hingucken. Und wenn wir weg sind, rufen Sie sofort die nächste Landpolizeistelle an. Ja, aber ich bin Ausländer. Das macht doch nichts, macht doch nichts. Die sollen den Film sofort ins Präsidium nach München bringen. Ja. Wenn die den Mann dort in der Kartei haben, alle Angaben, besonders die Vorstrafen. Ist das gefährlich? Nein. Sofort telefonisch durchgeben und alles, was Inspektor Heimann herausgefunden hat, verstehen Sie? Durchgeben an Pfaffenhofen, Restaurant Rappenweid. Ich werde versuchen, ihn dahin zu lotsen. Und die Angaben auf der Rückseite der Rechnung. Der Kellner soll die Rechnung unbedingt. Das muss ich mir aufschreiben. Ja, pass auf, ich schreibe es Ihnen auf. Ich schicke es Ihnen durch die Lehrerin. Ja? Verhalten Sie sich. Augen dunkelbraun, Haare dunkelbraun. Spricht leichten Tiroler Dialekt. Etwa 1,85 groß, ja? Wenn es gefährlich wird, brauchen Sie nicht zu rächen. Ich habe Schnaps verlangt. Er hat keinen Schnaps. Der Kiosk war doch so belagert. Der große Durst kommt heute schon mit dem großen 1x1. Was hatten Sie mit der Tante dort zu quatschen? Der hat mir Tabletten gegeben gegen ihre Schmerzen. Hier ist ihre Zeitung. Ich habe ihr gesagt, sie haben eine Nierenkolik. Und da hat sie gesagt, jetzt wisst ihr auch, warum sie so ein böses Gesicht machen hier. Dann nehmen Sie eine. Wieso ich? Ich hab doch keine Schmerzen. Keine Schmerztablette? Kommen Sie, ich lasse mir von Ihnen eine K.O.-Pille andrehen. Was ist los? Nehmen Sie eine. Ja, gern, aber wenn Sie glauben, dass das K.O.-Pillen sind, dann falle ich als Fahrer doch aus. Wie viel hat er ausgesprochen? 6. Ich brauche was Warmes. Ich halte nicht durch bis Ingolstadt. Denn was von Ingolstadt gesagt? Da kommen wir doch hin, wenn wir auf der Straße bleiben. Dann fahren Sie mal bei der nächsten Kreuzung rechts. Geht's da nach Allershausen? Scheißegal. Wenn Sie dachten, wir fahren nach Ingolstadt, kann's nicht falsch sein, wenn wir nicht nach Ingolstadt fahren, oder? Ist doch klar. Ganz egal, wenn ich bloß was zu essen kriege. Bleiben Sie stehen. Die nehmen wir mit. Lassen Sie doch unbeteiligt aus dem Spiel, das ist doch gegen die Abmachung. Alle Leute achten auf einen Ganoven und einen alten Sack. Aber kein Mensch auf ein Liebespaar und einen alten Sack. Hören Sie doch auf mit dem Quatsch! Da passen Sie mal auf! Fahren Sie nach Reichertshausen? Nein, bestimmt nicht. Mein Freund, der ist ein bisschen magenkrank, aber sonst ist der ganz nett. Wohin wollen Sie? Nach Reichertshausen, das sind 25 Kilometer. Gut, denken Sie. Darf ich mal ein Rad im Kofferraum tun? Ja, tun Sie es rein, wenn es geht. Moment. Das ist er. Das ist er. Rott Klaus, 7.3.42, Innsbruck, Autodiebstahl, unerlaubter Waffenbesitz, schwere Körperverletzung. Scheint ein Schläger zu sein. Das kann man wohl sagen. Köster muss sehr geschickt mit ihm umgehen, sonst geht's ihm schlecht. Komisch, eine ganz schöne Vorstrafenlatte. Aber noch kein Bankraub. Das war bisher nicht seine Linie, aber das ist so ein Typ, da muss nur einer kommen, du traust dich nicht. Also los, alles, was für Köster interessant ist, durchgeben an dieses Lokal. Aber wieso? Was heißt denn wieso? Weil Köster darum bittet, er will wissen, mit wem was zu tun hat. Ja, aber wollen Sie denn nicht? Ich meine, wir müssen doch... Wir müssen was? Das ist doch die Chance. Wenn Köster ihn da hinlocken kann, ist das doch die Gelegenheit, kurz einen Prozess zu machen. Wir wissen, wann Sie wo sind, können alles vorbereiten. Scharfschützen, Funksprechposten... Und einen Leichenwagen in erster Linie. Wie heißt denn? Waldburger. Waldburger, ein schöner Name. Burgi.
Ich heiße leider nur Klaus. Also wo soll ich denn hinfahren? Hier ist doch nichts. Am besten fahren wir in die Nähe von Pfaffenhofen. Da. Das ist ein nettes kleines Lokal, kenne ich da. Da ist auch warum das niemand. Sind Sie da? Nee, aber wenn Sie da sind, dann gehst du hinten rum und hängst ein Schild wieder hin. Du tust gerade so, als wenn der James Bond persönlich käme. So ein Kerlchen. In unserem Alter haben wir ganz andere Sachen mitmachen müssen. Bis zu 10 Tagen und nicht ohne Schlafen. Dauernd der IBAN, habe ich ja, dir schon erzählt. Ja, ich weiß. Ach, gar nichts weißt du. Hier in Bayern habt ihr überhaupt nichts mitgemacht. Ja. Das ist ja noch nicht mal gesagt. Ob der überhaupt schießen kann mit seiner Kanone. Ja, es ist doch auch gar nicht so ganz. Das ist ja sowieso der Letzte. Es ist doch gar nicht gesagt, dass der Kriminelle das überhaupt fertig bringt, dass er gerade da herlockt. Bis Gott. Können wir was essen, was Warmes? Ja, viel Auswahl habe ich nicht unter der Woche, aber Rehbraten hätte ich, eine Kalbsleber und Schweinebraten. Das geht denn am schnellsten? Ja, das ist alles. Bis Gott. Wieso? Ist ja kein Mensch da. Ja, man hofft, ich nehme die Leber. Und Sie? Moment, ich zahle und ich schaffe an, ja? Bitte. Was willst du denn? Tass Kaffee, bitte. Ich habe keinen Hunger. Aha. Ist deshalb, weil... Nein, einfach so. Gibt's zum Reh auch Preiselbeeren? Selbstverständlich. Gibt's auch nur Preiselbeeren? Nee, die gibt's nur zum Reh. Wie viel Portionen Reh haben Sie noch? Das werden so 4 oder 5 sein. Na, dann bringen Sie 5 Portionen Rehbraten. Hm? Du isst dann die ganzen Preiselbeeren. Rosel! Rosel! Ja, was ist denn? Einmal Kalbsleber, 5-mal Rehbraten. Ja, aber wieso denn 5? Frag nicht so blöd, 5-mal Rehbraten. Das sind doch nur 3 Personen. Lass ihn nochmal, oder? Wenn ich sage 5, dann sind's 5. Ich muss mal Hände waschen gehen. Sind Sie ganz sicher, dass die Kleine noch da ist, wenn wir zurückkommen? Ziemlich. Sie nicht? Naja, wahrscheinlich wäre ich früher auch sicher gewesen. In Ihrem Alter? Stalingrad-Kämpfer ist toll, ne? Ich habe keine Chance gegen Sie. Ach, ich bin kein Russe. Ich habe mir damals auf Befehl die Zähne erfroren. Und Sie haben sich mit einer Kanone eine Reisetasche voll Geld aus der Bank geholt. Wahrscheinlich, weil Sie Ihre Stromrechnung nicht bezahlen konnten. Heldenrollen sind das beides nicht. Erlauben Sie bitte, ich möchte meine Rechnung selber zahlen. Was ist Ihnen wohl zu fallen? Das lassen Sie sich nicht von mir einladen. Aber nein. Schauen Sie, ich krieg das doch ersetzt, wenn ich die Rechnung vorlege. Das sind doch Spesen. Ja, die Rechnung, die können Sie haben, dann machen Sie das doppelte Geschäft, genau wie diese Ratte da. Alle machen Sie das doppelte Geschäft und kommen sich noch fabelhaft vor dabei. Schreiben Sie es dazu. Dann gib doch schon her. Macht 78 Mark und 80. Haben Sie auch da einen Stempel drauf? Mich kriegt nämlich sonst nichts. Da steht alles drauf. Wir haben immer Vertreter da. Das sind alle so Geldgeber. Was? Kommen Sie her. Schreiben Sie 100 Mark drauf. Danke. Glücklich. Was? Ja, ich gebe zu, dass Ihre Art, zu Geld zu kommen, weniger umständlich ist. So. Ah, Rott, geh noch ein bisschen mit. Jetzt liest es wahrscheinlich. Was? Auf der Rechnung hat auf der Rückseite was draufgestanden. Und der Wirt hat von vornherein gewusst, dass Sie in sein Lokal kommen. So. Warum sagst du mir das jetzt? Ich weiß nicht. Ich mache oft was und weiß nicht, wieso. Ich habe in der Wirtschaft in Ihre Geldtasche geschaut. Bloß so. Ich wollte mir so viel Geld auf einem Haufen sehen. Ich auch, deswegen habe ich mir es auch geholt. Da wohne ich. Aha. Wenn ich damit durchkomme, schicke ich da einen ganzen Lastwagen voller Preiselbeeren. Und Sie? Kommen nicht. Ich glaube, Sie kommen durch. Ich möchte ab jetzt ein bisschen anonymer sein. Es wird schwer sein nach Ihrem Star-Auftritt in der Wirtschaft. Ist noch nicht ganz raus, wenn er das macht. Irgendwann muss ich auch mal schlafen. Weiter gegen den Bauch. Sie werden schon noch zu ihrem Schlaf kommen, Köster. Klaus! Was war in deinem Lokal? Was stand auf dem Zettel? Bitte mehr! Rott, Klaus! Geboren 1942. Wagendiebstahl in mehreren Fällen. Unerlaubter Waffenbesitz.
Körperverletzung in mehreren Fällen. Bertha hat das gehabt. Vom Präsidium. Der Busfahrer am Kiosk. Er hat ein brauchbares Bild von ihm gemacht. Was? Sie wussten, dass Sie mich in das Lokal schleppen werden? Ich weiß nie was genau. Ich probiere mal was aus. Wenn's hinhaut, ist gut. Ja. Das hat hingehauen. Sie wissen jetzt, wer ich bin. Und die im Präsidium, die wissen es auch. Auf jeder Polizeidienststelle an der Grenze haben wir ein brauchbares Bild von mir. Jedenfalls bringen Sie mich nicht mehr um. Das war nur sinnvoll, solange ich der Einzige war, der Sie nachher hätte einwandfrei identifizieren können. Das ist doch nicht alles. Um meine Identität dem Polizeipräsidium zuzuspielen, da hätten Sie doch... Warum haben Sie denn den ganzen Zirkus mit dem Wirt und der Rechnung gemacht? Ich wollte wissen, ob Sie schon einen Mord begangen haben. Ja, still, soll ich mich von meinem Ersten. Sie sind kein Killer. So. Den Plan eines Killers. Du hast mich zum Arschloch gemacht. Komm, einsteigen. Los. Gang aus, Handbremse lösen. Morgen um 13 Uhr geht die Treibjacht los. Sie werden abgeschossen, ganz gleich, ob ich dabei bin oder nicht. Ich biete Ihnen an, die Fahndung in eine Richtung zu lenken, die für Sie günstig ist. Ich habe doch gemerkt, dass Sie nicht aus München raus wollten, sondern nach München zurück, weil Sie annehmen, da wird weniger intensiv gefahndet nach Ihnen. Aber das ist kein Irrtum. Das geht nur, wenn ich ein bisschen nachhelfe. Und? Was verlangen Sie? Galateretti. Ich komme nicht an ihn ran. Haben Sie mal drüber nachgedacht, warum die Polizei so blitzartig in der Südbank war? Die Alarmanlage. Ja, es steht in der Zeitung. Hat es in der letzten Zeit mal Krach gegeben zwischen Galateretti und Ziggy Bach? Ja, Knatsch gegeben. Wegen Ziggy, wegen seiner Sauferei und Knatsch auch mit mir und Gala. War die Sache in der Südbank die beste Gelegenheit für Gala zu zeigen, was passiert, wenn man Knatsch mit ihm hat? Schon wieder mal ein Trick von ihm. Der Galler konnte doch gar nicht wissen, dass wir in die Südbank gehen. Haben Sie eine Freundin? Ja, aber die hält dicht. Wohnt die in der Osterwaldstraße? Ja, wissen Sie das. Die ist abgehauen, kurze Zeit nach der Fernsehübertragung. Sie hat es ziemlich eilig. Warum? Ich nehme an, weil Galateretti vor ihrem Haus vorfuhr. Woher wissen Sie denn das? Stand auf der Rückseite von der Rechnung. Wer ist die Frau? Wie heißt sie? Das geht Sie nichts an. Die Frau, die bleibt aus dem Spiel. Und Sie kriegen den Terretti. Los, fahren. Warten Sie, bis es hell ist, Rott. Sie können jetzt nichts machen. Sie meinen, Sie sind in der Lage, gegen Terretti belastendes Material beizubringen und gegebenenfalls vor Gericht Aussagen zu machen? Reicht das? Ja, das reicht. Wer ist denn da? Mach auf. Du, Carla? Ich sag's nicht nochmal. Ah! Glaubst du, es macht mir Spaß? Aber ich müsste das immer wieder tun, bis mir die Hand brennt. Egal, aber nichts dafür, dass ich nichts weiß. Schau, es langweilt mich. Ich könnte Theo raufholen, den langweilt sowas gar nicht. Der nimmt sich Zeit. Aber ich habe keine. Nein! Siehst du, die Rote wird dir doch eine Telefonnummer gegeben haben. Ich will nur die Nummer, ich will nur mit dir plaudern. Siehst du, so ist schön brav. Ich Idiot hätte früher auf dich kommen müssen. Dann hätte ich eine friedlichere Nacht gehabt. Angerbauer? In der Schönstraße? Ah, Wirtstraße 16. Verzeih. Da habe ich mich vertan. Nett hast du sie. Versprichst du mir jetzt, diese Nummer nicht noch einmal anzurufen und nichts von mir zu erzählen?
Also hier trennen wir uns. Komisch, nicht? Wer lässt nun eigentlich wen laufen? Das kann man jetzt nicht so genau sagen. Kommt ganz drauf an, wie die Geschichte ausgeht. Wer ist die Frau hinter der Galle, Herr Estrott? Sagen Sie mir das doch endlich. Sie ist in Lebensgefahr. Köster, die Frau bleibt raus aus dem Spiel zwischen uns zwei, ja? Entweder sie hat sich in Sicherheit gebracht und ist alles okay, oder Galle hat sie geschnappt. Da kann ich etwas machen, wenn Sie mir da in die Quere kommen, Köster. Dann geht alles schief. Wenn Galla sie hat, wie wollen Sie sie befreien, Ort? Das können Sie doch gar nicht allein. Wissen Sie überhaupt, wo er untergetaucht ist? Ja, ich weiß es und Sie wissen es nicht. Und dabei bleibt's. Schauen Sie, wir verlieren nur Zeit, wenn Sie versuchen, mich da auszuholen. Ich muss also hier sitzen und warten, 3 Stunden. 3 Stunden. Wenn ich bis dahin nichts von Ihnen gehört habe, dann... Das erste Mal, dass Sie mit so einem Kriminellen Geschäfte machen, was? Nicht leicht. Also, wo kann ich Sie 3 Stunden erreichen? Ich gehe nicht ins Präsidium, ich gehe auch nicht nach Hause, ich bleibe 3 Stunden verschwunden. Schauen Sie mal, ob da was zum Schreiben ist. Und wenn... Das kann ich zur Not erklären, die 3 Stunden. Was haben wir denn da? So. Bitte. Wo ist denn das? Und wer ist das? Das ist eine Bekannte. Was macht ihr Bein? Können Sie fahren? Das ist das kleinere Problem. Scheiße. Ich kann das nicht den ganzen Tag mit mir rumschleppen. Ich habe auch keine Zeit, es richtig zu verstecken. Und in einem gestohlenen Auto kann ich es nicht lassen. Am Bahnhof gibt es Schließfächer. Ich kann mit dem Schließfachschlüssel rumlaufen. Sie meinen, wenn Ihnen was zustößt, dann hat Galla ihr Geld, nicht? Das ist das, was Sie meinen. Soviel ich jetzt weiß, sind Sie nicht irgendein Bulle. Das ist alles scheißegal, wenn Sie nur den Terretti kriegen. Und dass Sie den Terretti kriegen wollen um Ihren Preis, das zeigt, dass Sie können. Na ja, dann kommen Sie mal rein. Danke. Es wird Zeit für die Schule. Ja, Kleines, jetzt wird alles gut. Wollen Sie eine Tasse Kaffee mittrinken? Aber mit dem größten Vergnügen. Nein, danke, wir müssen gehen. Wenn Sie vielleicht doch lieber hier bleiben wollen, von hier holt Sie keiner weg, auch nicht mit Gewalt. Sie sehen doch, die Dame will hier bleiben. Glauben Sie, dass Sie das bestimmen? Ich bin hier zu Hause. Und wenn sie nicht will, dann will sie nicht und dann will ich auch nicht. So, nur gehen Sie bitte, ja? Nein, nicht. Ich warte darauf, dass Sie mich anfassen. Nur aber raus. Kommst du mit? Gehen Sie doch endlich. Ich komme mir so beschissen vor. Schon gut. Hätte mich totgeschlagen. Ja, schon gut. Bring ihn um, Rod. Bring das Schwein endlich um. Er muss endlich umgebracht werden. Das kannst du doch mal stellen. Also, das war um 7 rum, dann Wirtstraße, wenn er da klargekommen ist, wird er mit ihr zu ihrem Anwalt hin die Degensee Landstraße gefahren sein. Das ist aussichtslos. Ich kann da nicht mehr abfangen. Er hat schon was er braucht. Er hat gewonnen. Vorläufig. Dann bringt er sie um. Ich kenne doch den Galler. Der wird immer mein Geld dran. Und dazu kann er die Katja gut gebrauchen. Wer ist die Frau? Ach so, ja, das haben wir natürlich auch festgestellt. Die heißt Katja Evers. Die Rote! Und 55 die Rote. In Berlin. Früher war sie mal Tänzerin. Dass mir das nicht eingefallen ist.
Jetzt ist alles klar. Sie hat der Retti damals rausgelogen, als ich vor 4 Jahren wegen Mord am Kantaken hatte an dem schwangeren Mädchen. Sie gab ihm das Alibi. Ich wusste ganz genau, dass es gelogen ist, aber ich konnte nichts machen, ich musste laufen lassen. Und wo ist Rott jetzt? Auf dem Wege zu der Retti. Und ich gebe viel drum, wenn ich wüsste, wo das ist. Wieso? Maximilianstraße? Na, du glaubst doch nicht, dass sich das da abspielt. Deine Schlupfwinkel stehen doch nicht im Adressbuch und da wechselt sie doch wieder die Hemden. Ich sitze hier rum und kann nichts tun, nichts, gar nichts. Ich habe alles falsch gemacht. Ich habe Kopf und Kragen riskiert, um über Rott an Terretti ranzukommen. Jetzt muss ich hilflos zusehen, wie die beiden sich gegenseitig umbringen. Und wenn ich Pech habe, da geht die Rode auch noch drauf. Ich habe nichts, nichts, gar nichts. Weniger als früher. Denn da war ich wenigstens ein anständiger Polizist. Herr Köster, von dem Augenblick an... Hallo? Rott? Rott, hören Sie zu. Ihr Geld ist in einem Schließfach am Ostbahnhof. Ich bringe Ihnen den Schlüssel. Wo sind Sie? Nein, tun Sie nichts. Es hat sich alles geändert. Lassen Sie Terretti in Ruhe. Sagen Sie mir, wo ist und wo das Mädchen ist. Alles andere übernimmt jetzt die Polizei. Die Polizei, die kann mich im Arsch legen. Ja, Küster, ich weiß, Sie brauchen das Mädchen, aber ich habe überhaupt keine Lust, Sie als Hauptbelastungszeugin gegen Carla Terretti vor Gericht zu sehen. Ja, in 90 Minuten. Ja, wo? Ich sage Ihnen jetzt natürlich nicht, wo ich bin. Hören Sie, warten Sie! Gibt's in München zurzeit ein Sportfest? Klar, Bayerische Leichtathletikmeisterschaften. Ich glaube, die werden sogar live übertragen. Wo? Im Olympiastadion. Jetzt weiß ich auch, warum der Kerl im olympischen Dorf so gut Bescheid wusste. Heimann, fordern Sie 5 Einsatzwagen. Entschuldigen Sie, aber man wird mich fragen, warum? Irgendwo in Hörweite des Olympiastadions. Da steht ein hellgelber VW mit der Nummer. Da habe ich mir da etwa aufgeschrieben. Ach was, ich komme selber mit. Ich bin's, Rott. Gib mir den Galler. Wo steckst du denn? Ich verstehe dich kaum. Mit am Bahnhof. Hier holen wir den Galler. Das ist Rott. Er ist in München. Am Bahnhof. Sehr schlecht zu verstehen. Guten Tag, mein Junge. Wie geht's dir? Stimmt, ich habe Katja. Und was hast du? Haha, das ist ein vernünftiges Gespräch. Bring mir das Geld. Und du kriegst Katja. Und versuch jetzt nicht zu falschen. Ich weiß, du liebst sie sehr. Und du bist sentimental. Ich nicht. Gib mir so weit, Katja! Lass sie sprechen! Warum nicht? Sie sitzt hier, quick lebendig. Ein linkes Wort und du bereust es bitter. Klaus? Katja, pass auf! Merkst du was? Sag ja nichts. Wie geht's dir denn? Ganz gut. Holst du mich? Wenn du am Bahnhof bist, dann kannst du mich in einer halben Stunde abholen, oder? Hör zu, in der Garage, da stirbst du. Spiel das so gut du kannst, ja? Gib's mir, meinen Geiler. Es wird alles wieder gut. So ein Krach, was sagst du? Du willst nochmal Gala sprechen? Ich glaube, er will dich nochmal sprechen, das ist so ein Lärm. Was ist, Junge? Kommst du her? Lieber nicht, Gala. Nicht mit dir. Lass uns doch das Geschäft lieber irgendwo anders machen in der Stadt. Sagen wir, Stachus Tiefgarage, erstes Deck. Aber beeil dich, denn wenn die mich schnappen, dann hast du Pech gehabt. Du hast das Geld bei dir? Ich sag dir, wo es ist, sobald Katja bei mir ist. Ende. Meinst du wirklich, wir sollen hinfahren? Natürlich. Komm, tut er nicht. So schlau ist er. Wir müssen ihn uns holen. Und Katja? Mach sie los. Fährt mit. Rott muss glauben, ich spiele seriös. Wie lange? Bis du in seinem Rücken bist. Verstehe. Und dann? Was heißt und dann? Wenn wir ihn hier haben, wird er uns sagen, wo das Geld ist. Irgendwann. Er ist zäh, aber wir haben Zeit und hier hat er Fantasie. Komisch. Heute früh geht's noch. Mach mal die Tür auf. Ja. Hier steckt ein Keil drin. Scheiße, wenn man liebt, was? Scheiße, wenn man eine Nutte liebt. Ist ein Fehler, den ich nie gemacht habe. Galler, gib's auf. Ich schieße immer noch besser wie du. Probier's doch mal. Achtung, Achtung. Hier spricht die Polizei. Achtung, Achtung. Hier spricht die Polizei. Kommen Sie einzeln mit erhobenen Händen heraus. Machen Sie auf! Die Tore sind von außen verkeilt! Dass wir uns immer wieder über den Weg laufen müssen, Küster.
Und diesmal kommen sie sogar, um mir zu helfen. Da drin liegen lauter Leichen. Ich habe wie durch ein Wunder überlebt. Wieder mal Pech, Köster. Wann begreifen Sie endlich, dass Sie eine Nummer zu klein sind für mich? Ein für allemal. Ihr kleiner netter Rott wollte mir an den Hals, naja, ist ihm schlecht bekommen. Ich habe fast das Gefühl, Sie haben ihn ein bisschen auf mich gehetzt, was? Macht das ein braver Polizist? Ich meine, Sie wollen mich mitnehmen zum Verhör. Ich habe natürlich nichts dagegen und ich kann glaubhaft machen, dass ich überfallen wurde und in Notwehr gehandelt habe. Oder können Sie das Gegenteil beweisen? Sie haben Katja Evers entführt, um sie zu beseitigen. Es existiert von Katja Evers ein Widerruf der Entlastungsaussage in der Mordsache Veronika Müller. Besitzen Sie diesen Widerruf? Oder befindet sich Fräulein Evers in der Lage, diese fantastische Vermutung zu bestätigen? Sie tun mir fast leid, Köster. Alles auf. Na, zufrieden, Köster? Das ist doch alles etwas merkwürdig, nicht wahr? Es ging nur um einen flüchtigen Bankräuber, der mit 400.000 Mark unterwegs ist und einer Geisel. Und jetzt haben wir drei Tote, aber das Geld fehlt. Hier, das Geld ist in einem Schließfach im Ostbahnhof. Eine beschauliche kleine Gemeinde in Oberbayern. Wo wollen Sie denn hin? Zu Herrn Smolka. Sie können jetzt nicht zu Herrn Smolka. Und was haben Sie bis jetzt feststellen? Es handelt sich keinesfalls um einen natürlichen Tod. Nach dem ersten Augenschein dürfte eine Vergiftung vorliegen. Morgen. Morgen. Wie kommen Sie denn herein? Ja. Ja. Ja, wie geht's dir denn? Ja, Herr Köster. Mein. Gut, ja, du auch. Gut, Schatz. Ja. Ha? Du, ich hab das Gefühl gehabt, du wolltest mich gar nicht sehen. Na, schau, was los ist. Selbstmord. Ach, du Mann. Warst du im Hotel drin? Nein. Stell dir vor, ich komme am Bahnhof. Oh, entschuldige, ich hab unten was vergessen. Na, komm, gern. Frauchen tot, was? Ist alles ganz schön traurig, nicht? Na, schau mich an. Ich hab auch immer nur mit Leichen zu tun, du. So, da bin ich wieder. Ha, lang haben wir uns nicht gesehen. Tja, 30 Jahre. Also über den Polizeiarzt kann der mir jedes Mal schwarz ärgern. Immer lasst der Kerl mich warten, immer. Stell dir vor, ha? Stell dir vor, ich komme am Bahn. Die soll ich allein machen, gell? Was ist mit dem Hund? Die Hertha Meyers hat vor 25 Jahren hier geheiratet, ein Landmaschinenvertreter. Der Mann war älter als sie, ist vor 10 Jahren gestorben. Du, ich muss dir was sagen, und du. Und dann war sie lange in Behandlung wegen ihrer Depressionen, nicht? Und die Tilly Gärtner, die hat sich damals wirklich rührend um sie gekümmert, wirklich rührend. Ist das die, die eben den Terrier holen wollte, aber der wollte nicht? Ja. Dann ist der Adermann gestorben, nicht? Dann waren beide Witwen und sie haben sich dann angefreundet. Weißt, Freundschaften, die zählen hier noch in der Provinz. Du stell dir vor, ich komme hier am Bahnhof an. Sie warten da, bis der Dr. Waldner kommt. Gell? Das ist mein Freund. In Ordnung. In Ordnung. Du stell dir vor. Ich freue mich wirklich, dass du da bist. Ja. Obwohl, ich habe erst gar nicht verstehen können, warum du ausgerechnet zu uns herkommen wolltest. Nostalgie, habe ich dir doch gesagt. Was? Nostalgie, das habe ich dir doch gesagt am Telefon. Was wolltest du sagen? Ja, pass mal auf, dein Selbstmord da drüben. Das ist vielleicht gar kein Selbstmord. Wie bitte? Ja, du hast schon richtig verstanden. Du erlaube mal, jetzt verstehe ich dir aber wirklich nicht. Ich glaube nämlich nicht nur meinem Polizeiarzt nicht alles, ich glaube auch sonst fast nie was. Weil nämlich alles möglich ist. Du aber. Ja? Hast du was über ihre Tiere geschrieben im Testament? Nein. Also, ich denke, sie liebt doch die Tiere. Du, ich habe auch meine Erfahrung. Sicher. Sicher. Also, ich möchte jetzt mein Zimmer beziehen und dann möchte ich duschen. Dusch? Ja. Und dann möchte ich was essen. Na, du hast gerade Zimmer mit Dusch. Ich habe gedacht, du musst sparen. Wenn ich mir jetzt eins mit Bad nehme. Ich habe den Terrier in der Küche abgesetzt. Und die Tür zugemacht.
Es ist jemand die Treppe raufgegangen. Ich weiß, das ist Dr. Waldner. Aber es war doch schon ein Arzt da. Das war der Notarzt. Dr. Waldner ist der Leichenbeschauer. Und was macht er? Er stellt den Tod fest. Vielleicht muss er auch eine Obduktion vornehmen. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Mediziner, Frau Gärtner. Grüß Gott. Grüß Gott. Du kannst doch nicht annehmen, dass ich so tue, als würde ich nichts sehen. Wenn du das meinst, dann kann ich ja gleich wieder nach Hause fahren. Okay. Also, siehst du, Herr de Meyers will Selbstmord begehen. Schreibt vorher alles ganz genau auf, wer das Grab ihres Mannes pflegen soll, wie viel Geld dafür da ist, was die Tochter bekommen soll, 80.000, 40.000 für Tilly Gärtner und dass sie das den Garten bekommen soll. Und von den Tieren schreibt sie nichts im Testament. Ich war mit der Tilly Gärtner in einer Volksschulklasse gesessen. Die Frau ist die liebste Person, die du dir vorstellen kannst, damals schon. Wie kommst du denn jetzt gerade auf Tilly Gärtner? Ja, du hast... Ja, nein, ich meine, wie kommst du jetzt gerade auf Tilly Gärtner? Ja, aber ich hab gedacht, du... Was hast du gedacht? Ja, vielleicht hat die Hertha Meyers damit gerechnet, dass ihr die Tilly die Viecher nicht als die Vögel und den Hund abnimmt. Nein. Der Hund mag sie doch nicht, der kann sie ja nicht riechen. Der war doch völlig aus dem Häuschen, als sie reinkam und ihn holen wollte. Der war doch ganz aggressiv. Ja? Muss die Verstorbene doch gewusst haben. Noch was zu trinken? Wir haben doch noch. Und weiter? Was weiter? Wir waren doch gute Freunde. Okay, das sind wir doch noch, oder? Klar. Siehst du, so jemand wie Hertha Meyers, die vergisst nicht im Testament ihre Tiere. Er hätte sie im Garten vergessen oder sonst was. Ja, ja. Ich möchte doch noch was trinken, Herr Ober. Mir auch. Aber nicht so kalt. Also gut. Ich werde bei der Hertha Meyers eine Obduktion vornehmen lassen. Bist dann zufrieden? Es geht doch nicht darum, ob ich zufrieden bin. Du musst doch zufrieden sein. Die Hertha Meyers hat ein Schlafmittel genommen. Der Martin. Ja, ja. Sieht so aus. Und die Tilly hat... Ja, die hat mich nicht wiedererkannt, als sie reinkam, den Hund holen. Ich habe sie schon wiedererkannt. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt von der Tilly angefangen habe. Die hat damals mit 30 Jahren die Kreismeisterschaft im Speerwurf gewonnen. Hat mir sehr imponiert. Mensch, hast du ein Gedächtnis. Woran ist denn eigentlich der Mann gestorben? Was für ein Mann? Der Mann von der Tilly Gärtner. Nein. Herzinfarkt, das habe ich dir doch gesagt. Nein, du hast mir nur gesagt, dass er gestorben ist. Vor 3 Jahren. Sag mal, was wusst denn eigentlich von mir? Ich bitte dich, ich will doch nichts. Ich hab doch Urlaub. Wir hatten das festgestellt, den Herzinfarkt. Der Leichenbeschauer. Der Leichenbeschauer? Ja. Der Dr. Waldner. Verzeihung. Herr Schmidt, können Sie bitte vorkommen? Ja. Friedrich, was kann ich für dich tun? Ich bin mehr dienstlich hier. So, dann komm hier rein. Dormatin. Hat Frau Meyers das bei dir gekauft? Schlafmittel.
Das ist eine schlimme Sache. Seit 3 Jahren, so ungefähr 3 Jahren. Vorher hat sie ein Leichtausmittel genommen. Ja, das ist eine schlimme Sache. Ist das ein starkes Mittel? Ich frage das auch privat, weil ich... Fang damit gar nicht erst an. Oder nimm was Leichteres. Am besten gar nichts. Du, das mit der Frau Meyers. Das ist eine schlimme Sache. Was ist denn hier los? Warum wird denn Frau Meyers wieder abgeholt? Eine Obduktion ist angeordnet. Eine Obduktion? Was macht denn der Chef da? Keine Ahnung. Mein Gott. Na, was suchst denn so hektisch rum? Ich hab meine Brille vergessen. So könnten wir nicht noch. Nein, wir könnten nicht noch. Ich bin kein Verrührter. Bist aber freundlich. Entschuldige. Hast was? Ist was? Nein, nix ist nix, sorry. Mach mir da nichts vor. Wir kannst da nichts vormachen. Nein. Ich hätte mich einfach damals versetzen lassen sollen und wegziehen. Wann damals? Damals, wenn wir jünger waren. Jetzt sind wir alle da. Provinzler. Provinzler. Ich lebe gern in der Stadt. Geh, verschwind doch, Depp. Verschwind! Arme Tilly. Was? Arme Tilly. Ja? Sie war die beste Freundin von der Hertha. Wann ist denn das Begräbnis? Du, ich muss jetzt ins Büro. Herr Köster. Ja, Frau Gärtner. Haben Sie mich doch gestern wieder erkannt? Nein, ich habe mit Herrn Smolka telefoniert. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Sie, das sind 30 Jahre her, dass wir uns nicht gesehen haben, oder? Die Zeit vergeht schnell, nicht? Ich war damals ein großer Bewunderer von Ihnen. Oder sagen wir mal lieber so, ich habe Ihren Ehrgeiz bewundert, Ihren Sportgeist. Lassen Sie das mal weg, Herr Köster. Möchten Sie einen Kaffee? Nein, danke, ich... Was, bringen Sie mal eine Tasse, bitte, ja? Jawohl. Herr Köster, wissen Sie eigentlich, wo Sie sind? Wissen Sie, was Sie tun? Ist Ihnen bewusst, dass Sie mich unmöglich gemacht haben in dieser Stadt? Nein. Herr Köster, Sie sind nicht dumm, Sie sind gefährlich. Was habe ich Ihnen getan? Aber absolut nichts. Herr Köster, was für eine Veranlassung haben Sie überhaupt, über mich zu reden? Ganz schön. Bitte? Woher wissen Sie denn das? Der junge Kellner, der Sie gestern Abend bedient hat, im Hirschen, der wohnt im Haus meines Bruders. Sowas ist bei uns schnell rum, wie wir sagen. Möchten Sie auch einen Cognac? Ja. Bringen Sie einen Cognac. Ein Cognac. Frau Gärtner, ich bin hierher gekommen, weil ich mal... Ich weiß, warum Sie hierher gekommen sind. Herr Köster, warum haben Sie gestern Abend versucht, einen Verdacht gegen mich aufzubauen? Also da hat Ihr Kellner nicht gut zugehört. Das hat er Ihnen ungenau denunziert. Schauen Sie, ich bin hierher gekommen, weil ich früher mal Ihr Polizist war, nicht? Früher, das ist die Erinnerung, das ist die Atmosphäre, die Stadt, das ist mein Freund Smolka. Sie gehören da auch dazu, nicht? Warum sind Sie eigentlich so nervös? Ich verstehe Sie nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie sprechen. Ach, Sie wissen sehr gut, wovon ich spreche. Herr Köster, wissen Sie was? Ich werde Sie anzeigen wegen übler Nachrede. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Aus verschiedenen Gründen würde ich das nicht tun. Und wissen Sie warum? Weil Sie das alles überhaupt nicht angeht. Wie wir hier leben, wer wir sind, das alles, das geht Sie überhaupt nichts an. Frühen Morgen. Ah,
Still. Halt's mal! Halt! Depp! Ich hab dir eine Zeitung mitgebracht. Mann, hau ab, ich kann jetzt nicht. Ich geh ja schon. Kommst du heute Abend zum Kegeln? Ich kann jetzt nicht. Mensch. Haben Sie Herrn Gärtner denn gekannt? Nein. Sie? Ja. Woran ist er denn gestorben? Herzinfarkt. Herzinfarkt. Ich möchte nicht wissen, wie... Ich möchte nicht wissen, wie viele Herzinfarkte nicht am Herzinfarkt gestorben sind. Wenn man die mal alle ausgraben würde. Ich habe noch zu tun. Da würde sich mancher wundern, wenn man die mal ausbuddeln würde, nicht? Hat aber ziemlich lange gedauert. Kannten Sie den Hermann Gärtner? Ah, nicht so gut. Aber Sie, die Tilly, wissen Sie, ich gebe ja da nicht viel drauf. Ich mache meine Arbeit und kümmere mich um nichts. Aber die Leute hier in der Stadt, die reden nicht gut über Frau Gärtner. Sie hat ein Haus in Spanien, das stimmt. Und jetzt sagen die Leute, sie hätte die letzte Rate nicht bezahlen können. Und ihr Bruder gibt ihr nichts. 30.000 Mark, die werden seit einem halben Jahr fällig. Naja, ich halte mich da raus. Und Gerüchte, ja, mein Gerüchte hat es damals auch gegeben, als Hermann Gärtner gestorben ist vor 3 Jahren. Aber da höre ich gar nicht hin. Können Sie auch ein bisschen schneller fahren? Schneller? Sie sind gut. Ich kenne zwar jeden Polizisten hier, aber da kennen die nichts. Schneller, bitte. Also die Frau Tilly Gärtner hat um 9.10 Uhr ihr Haus verlassen und ist rübergegangen zum Hotel Post. Ja, hier, ich hab's. Woher weißt du das? Ja, weil ich vorbeigefahren bin, zufällig. Naja, wir haben euch ja gesehen. Ja, mit meiner Frau. Ein paar Minuten später ist sie zurückgegangen und hat das Haus seither nicht mehr verlassen. Und der Herr Kollege Köster? Der Herr Hauptkommissar ist erst am Marktplatz spazieren gegangen. Dort hat er sich dann mit dem Emil getroffen. Und sich mit ihm unterhalten. Ich habe allerdings nicht verstehen können, was sie reden. So ernst war die Sache nicht gemeint. Mhm. Das ist mehr Spaß zwischen Kollegen. So ist es ja. Dann hat er sich ein Taxi genommen und ist zum Friedhof gefahren. Und da hat er dann am Grab von Hermann Gärtner sehr laut geredet über Herzinfarkte und man müsste sie alle ausbuddeln. Dann würde man sich wundern. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Smolka. Ein Kaffee, bitte. Sag mal, lässt mich beobachten, warum machst du denn sowas? Ach, das ist Neugierde. Ich wollte halt wissen, was du machst. Na, vielleicht hätte ich noch was lernen können von dir. Obwohl, bei dem Buschtrommelsystem, das hat ja nicht funktioniert. Ne? Die Tilly Gärtner ist nicht auf und davon. Na, ich hätte es ja schon sagen. Ich erzähle auch, wenn ich Fehler mache. Ja, der Friedhofsgärtner, der ist gleich zum Telefon. Was ist denn bei der Obduktion von Herrn Meyers rausgekommen? Leider habe ich noch keinen Bericht. Hast du denn überhaupt eine angeordnet? Ja. Ja, das klingt aber ein bisschen komisch, das ja. Wieso denn? Ich habe doch ja gesagt. Mein Christa, früher, wenn ich mal nicht wusste, was ich machen soll, dann hast du gesagt, keine Angst, ich bin ja bei dir. Ja, das ist gut, ne? Ich bin ja auch da, ne? Du, ich möchte noch mal mit der Tilly Gärtner sprechen. Bitte, kannst du jederzeit. Und ich möchte, dass du dabei bist. Schau mal. Hast du das gewusst? Schau mal hier. Lüg mich doch nicht an. Warum weichst du mir denn aus? Ja, ich weiß nicht, früher mal, aber... Ja, weich mir doch nicht aus. Ja, die Leute haben halt geratscht, dass die Meier säuft, aber ich... Du hast ihren Blutalkohol untersuchen lassen. Sag mal, was mischt ihr denn da an in meinem Fall? Das ist doch uninteressant jetzt. Außerdem ist die Frau jetzt tot.
Was ist das eigentlich für eine Moral, die du da akzeptierst? Was nicht sein darf, das kann nicht sein, ja? Bist du dir dessen eigentlich bewusst? Ja, du kannst leicht reden, du lebst ja nicht hier. Du musst ja nicht leben in dem Nest. Warum bist du denn überhaupt hergekommen? Was willst du denn? Ja, das frage ich mich auch. Sind Sie Polizist? Ja, bin ich. Die Leiter habe ich in den Keller gebracht. 5 Mark hat sie mir dafür gegeben. Herr Smolka! So, und jetzt erzähl du mal, wie das war, ja? Ja. Hier ist sie rüber, mit der Leiter. Besoffen war sie auch wieder. Und wo ist die Leiter jetzt? Ja. Die habe ich in den Keller zurückgebracht. Die 5 Mark habe ich schon abgegeben. Ja, ja, die kriegst du natürlich wieder. Geben Sie Personenfahndung raus. Telegärtner-Daten sind bekannt. In Ordnung, Chef. Ich glaube, ich fahre morgen wieder heim. Schott, meine Frau hätte dich zum Essen eingeladen. Hast du mit deiner Frau inzwischen über Tilly gesprochen? Ja, ich weiß, ich bin feig. Schau, die Tilly hat doch Angst, dass ich ihren Mann exhumieren lasse. Vielleicht ist sie auch vor sich selber geflohen. Die Frau ist doch krank, Smolka. Das habt ihr doch alle gewusst. Tilly ist da. Sie will mit dir reden. Kinder! Komm her! Ja? Ja, bitte lass doch rein. Die Tilly Gärtner kennst du ja? Na? Wo hast dich denn versteckt? Setz dir da hin. Nein, ich will mich nicht hinsetzen. Ich kann ja. Nein, rausgehen. Du bleibst hier. Ich möchte unbedingt, dass du da bleibst. Ich kann ja. Ja, was Sie können, das ist mir scheißegal. Hat der dir eigentlich erzählt, dass er damals 3 Jahre ein Verhältnis mit mir gehabt hat? Ja, das hat er mir erzählt. Ah, das hat er. Du, das ist 30 Jahre her, wir sind jetzt alt. Ja, das ist doch egal. Hat er dir außerdem erzählt, dass er damals nur aufgehört hat, weil er geglaubt hat, dass es seiner Karriere schadet? Ja, das hat er mir auch erzählt. Ich hab dir nämlich ein Geständnis zu machen, wie man so sagt. Mein Mann hat's gewusst. Da hat er angefangen, mich zu verprügeln. Wollen Sie sich setzen? Nein, danke schön. Ich möchte lieber gehen. Wiedersehen. Wiedersehen. 27 Jahre habe ich es ausgehalten mit ihm. Du hast gewusst, dass er mich schlägt. Dass er trinkt. Dass ich es nicht mehr ausgehalten habe. Dass ich auch angefangen habe zu saufen. Dann habe ich ihn umgebracht. Vergiftet. Und Hertha? Hertha? Ja. Ja, die habe ich auch umgebracht. Ja, so kann man das sagen. Ja, ja. Ja. Du weißt doch, wie schön das am Anfang war zwischen Hertha und mir, aber dann hat sie angefangen, mich total kaputt zu machen. Sie wollte immer nur haben, 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 haben. Ich habe das verstanden, weil die krank war, aber es ging nicht. Die wollte mich genau an dem Punkt haben, wo sie selber war. Geld wollte sie mir geben. Damals, wie ich nach München ziehen wollte, wollte sie mir Geld geben. Viel Geld, sie hatte ja genug davon. Nix hat sie mir gegeben, kein Pfennig. Nur Forderung, mach das, mach das, mach das und mach noch das und das. Und magst du mich noch, Tilly? Ach, bitte sag mir doch, dass du mich noch magst, Tilly. Erinnert dich
das nicht an was, Smolka? Und wie? Wie hast du sie umgebracht? Dormatin. Eine ganze Handvoll. In Cognac. Sie hat überhaupt nichts gemerkt. Ich habe das Letzte nicht verstanden. Wie gefällt dir mein Geständnis? Jetzt musst du damit leben. Mit zwei Morgen. Du hast einmal gesagt, ich bin ein zärtlicher Mensch. Stell dir vor, ich bin ein zärtlicher Mensch. Aber ich bin zu schwach. Ich kann mich nicht wehren. Und da habe ich Hertha das Saufen beigebracht. Aus Rache. Aus Rache. Das Geständnis von der kannst du wegschmeißen. Das nehme ich hier nicht ab. Das war ein hysterischer Anfall. Nervenzusammenbruch. Alkohol. Aber kein Geständnis. Ja, aber warum? Weil sie dich da haben will, wo sie ist. Weil sie es allein aus irgendeinem Grund nicht aushält. Das ist genau derselbe Mechanismus wie zwischen ihr und Hertha Meyers. Die Obduktion hat bei der Leiche einen Blutalkohol von 1,9 festgestellt und außerdem 40 Tabletten Dermatin, mindestens 40 Tabletten. Ja, und? Ja, und? Die Tilly hat ausgesagt, dass sie ihr die Tabletten gegeben hat. Und das glaubst du? Ja. Du glaubst, dass die Tilly sie ihr gegeben hat und dass die Hertha Meyers da nichts davon gemerkt hat, von dem Geschmack von 40 Tabletten? Ja. Und im Übrigen möchtest du jetzt mit der ganzen Geschichte nichts mehr zu tun haben, nicht? Guck mich nicht so böse an. Ich glaube inzwischen, dass es vielleicht doch Selbstmord war von der Hertha Meyers. Das ist ein Wahnsinn. Du kommst da noch 30 Jahre daher und machst mir mein Leben kaputt und meine Existenz. Ich sag, es ist Selbstmord, dann kommst du mit deinem Hund und mit deiner Psychologie. Bitte, sei doch nicht so laut. Weißt du, was du da angerichtet hast? Ich habe überhaupt nichts angerichtet. Da musst du schon dich selber fragen, mein Lieber. Du, ich spiel hier nicht den Masochisten vor dir. Aber bitte. Es gibt nur eine Wahrheit, Smolka. Hast du das nicht gewusst? Ich möchte mal in die Wohnung von der Hertha Meyers. Was willst du denn da? Das weiß ich noch nicht. Du glaubst nichts mehr. Niemandem und nichts. Nein. Das ist meine Krankheit. Wenn dich das tröstet, Smolka. Nein, es tröstet mich nicht. Ich verstehe auch alle so gut. Vor allem die, die vor mir auf dem Stuhl sitzen. Jetzt wird der Mann von der Tilly Gärtner exhumiert. Ich habe das angeordnet. Smolka? Also die Tilly Gärtner ist tot. Sie hat sich, Selbstmord, sie hat sich aufgehängt. Ich muss natürlich sofort weg. Alles, meine Lieblinge! Wissen Sie, wie meine Schwester gestorben ist, da habe ich das hier übernommen. Und ich bin sehr glücklich, ja. Aber ich bin nicht allein. Ich muss teilen, ja. Wir sind noch mehr. Und alle Damen, die machen das ehrenamtlich. Joppelchen, ja. Bitte, ja. Na, Mausi. Der Mausi, ich denke, der heißt Jockel. Ich nenne ihn manchmal Mausi. Es passt so gut, finde ich. Ja. So, komm her, Mausi.
Oma, wiederbringen? Ja, natürlich, ich bringe sofort wieder. Frau Meyers, wissen Sie, Hertha hat immer sehr viel Geld gespendet. Ach, wissen Sie, Sie müssen auch nicht alles glauben, was so die Leute reden. Auch nicht über Tilly Gärtner. Na, ich glaube sowieso nicht. Wieso? Was sind Sie denn von Beruf? Ich bin von der Polizei. Ach, Polizist? Aber dann sind Sie nicht von hier. Nein. Sonst würde ich Sie nämlich kennen. Mhm. Haben Sie einen Ausweis? Ja, natürlich. Moment, bitte. Aber wiederbringen? Na klar. Wiedersehen. Wiedersehen. Mein Kleiner, Marianne wird gut für dich und Pipsi sorgen. Sie liebt Tiere. Auf Wiedersehen im Himmel. Herr Steigerfurt, die Tilly hat nur ein paar Zeilen hinterlassen. Die hat ihren Mann tatsächlich umgebracht, aber die Hertha nicht. Das habe ich mir gedacht. Der Zettel da, der war in dem roten Herzchen, das der Hund um den Hals trug. Auf Wiedersehen. Ja, und was magst du, die restlichen drei dort? 3 Tage sind schnell vorbei, wenn man sie hinter sich hat. Wie geht's bei dir jetzt weiter? Ja, ich werde mir wohl versetzen lassen. Müssen? Ja, lassen müssen, natürlich. Lassen müssen. Aber ich kann ja versuchen, dass ich bei dir unterkomme. Ja, das versuchen wir. Komisch. Jetzt habe ich dir die letzten 2 Tage mein halbes Leben erzählt und von dir weiß ich eigentlich gar nichts. Ja, da frag mich doch mal, wie es mir geht. Habe ich dich nicht gefragt? Vielleicht doch bloß woanders hingefahren, mein Lieber. Sie müssen schon entschuldigen, Frau Doktor. Hier ist Wolleck, Schweidnitzer Straße, Siedlung Schweidnitzer Straße. Ja, Sie haben mal gesagt, wir sollen Sie anrufen, wenn wir Schwierigkeiten haben. Naja, Schwierigkeiten nicht direkt, aber es ist da was passiert, das möchte ich Ihnen gerne erzählen. Wenn es geht, dass Sie sich mit mir treffen. Ja, möglichst sehr bald. Ich bin ja Mondstraße. Ein Stückchen weiter ist ein Lokal, Vossstraße. Und Talina ist weggefahren. Kann ich nachher noch mal vorbeikommen? Ich habe es für dich. Klar. Kannst du heute Abend kommen, können wir zusammen essen. Mhm. Du? Werden wir uns denn öfter sehen, wenn du wieder da bist? Stimmt. Wann hat denn die Sache angefangen? Vor ein paar Wochen. Genaues weiß ich nicht. Und wer ist daran beteiligt? Ich möchte keinen Namen nennen, das müssen Sie verstehen. Wie haben Sie denn davon erfahren? Die anderen haben mich gefragt, ob ich mitmachen will. Und Sie? Was haben Sie geantwortet? Ich könnte sowas nicht tun, nach all dem Guten, was Sie für uns getan haben. Ja, ist schon gut. Haben Sie irgendwelche Beweise? Bitte sehr. Da unten. Darf ich das behalten? Ich habe es für Sie mitgebracht. Was werden Sie jetzt tun? Gehen Sie zur Polizei? Ich weiß noch nicht. Ich möchte niemanden in die Pfanne hauen. Ich will nur zeigen, auf welcher Seite ich stehe. Wenn mal wieder was zur Verteilung kommt, denken Sie doch sicher an mich. Natürlich. Oh. Hallo Vater, hier ist Andreas. Ich wollte mich bedanken. Ja, die ist toll.
Naja, es geht so. Notendurchschnitt 2,5. Nee, ich muss noch mal hin, Bettzeug holen und sowas. Aber erst nach der Reise. Du, warte mal, ich glaube, Magdalena ist gekommen. Ich rufe wieder an, wenn wir zurück sind, ja? Ja, klar. Und nochmals vielen Dank. Tschüss. Magdalena. Andreas. Guten Tag. Ich dachte schon, dir wäre was passiert. Du hast doch gewusst, wann wir kommen. Ja. Ich musste nochmal weg. Tut mir leid. Naja, macht ja nichts. Na? Wie war der letzte Schultag? Schrecklich wie immer. Ach. Ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. Ach, du übertreibst doch wieder mal. Hä? Du hast doch wunderbar gehabt. Du? Du siehst toll aus. Danke. Hast du gewusst, was im Vaters Bäckchen ist? Ja, natürlich. Er hat ja angerufen und gefragt, was du dir wünschst. Mensch. Guck dir das an. Ja. Damit drehe ich einen Reisefilm. Mit dir in der Hauptrolle. Magdalena in Paris. Hier sehen wir sie in einem kleinen, entzückenden Café auf den Champs-Élysées. Und da steigt sie die Treppen zum Montmartre rauf. Du, Andreas. Und da musst du dir dich unbedingt malen lassen von so einem Straßenmaler. Andreas, jetzt hören wir mal zu. Hm? Komm mal. Ja. Ich habe vorhin einen Mann getroffen. Aus der Siedlung. In der Schweidnitzer Straße. Das hat aber ziemlich lang gedauert. Man wird sich davon noch was ansehen dürfen, oder? Und der Rest vom Geld ist doch nicht alles. Der Fusel ist teurer geworden. Den Laufjungen spielen und dann noch angemotzt werden. Geh auf. Das ist mein Platz. Setz dich aufs Bett. Herzlichen Glückwunsch. Ja, zum Abitur meine ich. Danke. Ist Tilly noch bei dir? Die ist weggegangen. Habt ihr euch gezankt? Nein, die besucht nur eine Freundin. Dann wünsche ich dir eine gute Reise. Grüß Paris. Danke. Komm, Fritzi, komm. Na komm, na fein. Ach, Herr Kowald. Ja? Tilly hat mir erzählt, sie hätten neue Jazzplatten. King Oliver und Fletcher Henderson. Kann ich mir die mal anhören? Heute Abend noch? Magdalena kommt sowieso nicht so früh nach Hause. Einverstanden. Komm, Fritzilein, komm. Fein. Bis nachher. Bis nachher. Was ist mit Liebmann los? Was soll sein? Ich habe gehört, er hat sich mit alten Kumpeln getroffen. Seine Sache. Das ist es nicht. Wenn einer von euch Mist baut, dann heißt das nicht, das war der oder der, dann heißt das, das sind die aus der Siedlung. Die sind und bleiben asozial und kriminell. Halt. Italiener. Was hast du denn? Magdalena! Magdalena! Herr Vater. Tag, Andreas. Na, hat sie sich schon gemeldet? Immer noch nicht. Wann geht euer Zug? In 2 Stunden. Hat sie nicht gesagt, wo sie hin wollte? Sie hat nur erzählt, dass sie Ärger hätte und nochmal weg muss. Warst du den ganzen Abend zu Hause? Als sie weg war, bin ich noch zu Tillys Vater gegangen. Wir haben uns Platten angehört. So um 12 Uhr war ich wieder hier. Vielleicht hat sie gerade in der Zeit hier angerufen. Oder hätte sie doch nochmal angerufen? Spätestens heute früh. Sie hat doch noch nicht mal ihre Koffer gepackt. Sag mal, hat sie mit dir irgendwann darüber gesprochen, ob sie einen Freund hat? Sie hat keinen. Sie will auch keinen. Ich sehe und spreche sie zu selten. Vielleicht solltest du die Polizei anrufen. Isarwehr, Oberföhring, Leichenfund, 10.34 Uhr, mehrere Verletzungen, K1 bereits verständigt. Ende. Guten Appetit. Okay, danke schön. Wir sind gerade fertig. Mann oder Frau? Eine Frau, Mitte 40. Wie lange lag sie im Wasser? 12 bis 14 Stunden. Wer hat sie entdeckt? Der Schleusenmeister. Sie trieb unmittelbar vom Wehr. Irgendwelche Anhaltspunkte zur Person? K1
keine Papiere dabei. Und die Verletzungen? Mit Sicherheit durch Gewalteinwirkung. Herr Wessling? Ja? Grüß Gott, Heimann, Kriminalpolizei. Sie haben doch heute Morgen eine Vermisstenanzeige gemacht. Das war ich. Ach so. Magdalena. Wer ist denn die Tote? Meine Frau. Meine geschiedene Frau. Seine Mutter. War es ein Unfall? Nein, das war mit ziemlicher Sicherheit ein Mord. Ich will weg. Bitte! Bleiben Sie noch einen Moment. Sie ist durch zwei Messerstiche in den Rücken getötet worden. Und dann wurde sie in die Isar geworfen. Invalidität und zerrüttete familiäre Verhältnisse. Wie sieht Ihr Sozialplan im Einzelnen aus, Frau Dr. Wessling? Wir werden kleine Betreuungsgruppen bilden und in persönlichen Gesprächen die Nöte und Probleme jedes Einzelnen erfragen. Es geht nämlich darum, diese Menschen aus ihrer Isolation herauszuführen, ihnen das Gefühl der Minderwertigkeit zu nehmen und die Angst vor einer Umwelt, der sie sich nicht gewachsen fühlen. Ihre Arbeitsgemeinschaft hat einen Namen. Ja, Projektgruppe Nicht-Sesshaften-Hilfe. Vielleicht nennen Sie den Zuschauern, die die gute Sache mit einer Spende unterstützen wollen, noch die Kontonummer Ihrer Gruppe. Gerne. Es ist die Nummer 7644 bei der Süddeutschen Vereinsbank in München. Wir danken Ihnen, Frau Dr. Wessling. Ich danke Ihnen auch. Wann ist denn die Sendung gelaufen? Vor einem Jahr im Regionalprogramm. Am Abend fährt sie zu ihren Schützlingen. Am Morgen wird sie ermordet aus dem Wasser gezogen. Habt ihr die Alibis überprüft? Ja. Der Junge hat einen Nachbarn besucht, gleich nachdem seine Mutter das Haus verlassen hat. Bis Mitternacht ist er dort geblieben. Und von 19 Uhr bis 1 Uhr nachts hat der geschiedene Ehemann mit Geschäftsfreunden so einen Schwabingbummel gemacht. Warum hat sie ihre Handtasche im unverschlossenen Wagen gelassen? Naja, vielleicht wollte sie ihren Schützlingen in der Siedlung beweisen, dass sie Vertrauen zu ihnen hat. Also, ich möchte, dass das Isarufer am Wehroberföhring 50 Meter rauf, 50 Meter runter nochmal genau abgesucht wird. Vielleicht finden wir doch den Platz, wo sie ins Wasser geworfen wurde. Andreas? So muss es gewesen sein. Sie hat sich umgedreht und dann ist ihr das Messer von hinten in den Rücken. Das darfst du nicht machen. Ich muss mir immer wieder vorstellen, was sie gedacht hat, als sie spürte, dass sie gleich tot sein würde. Hör auf, dich so zu quälen. Bitte. Ich hab... Warte mal. Nee. Das soll auf der Todesanzeige stehen. Ne? Pass mal auf. Meine geliebte Mutter. Darunter mein Name. Kein anderer. Ich bin der Einzige, der sie geliebt hat. Aber man liebt nicht nur ein einziges Mal. Man trifft immer wieder Menschen, die man gerne Nein. hat. Nein. Wenn ihr fertig seid, kommt ihr zu mir ins Büro. Ich kann nicht aufstehen. Na gut, dann bleibst du liegen. Was ist denn los? Wir kriegen Besuch. Kripo, Herr Hauptkommissar. Magdalena hat hauptsächlich mit dieser Gruppe gearbeitet. Mit einigem Erfolg, glaube ich. Sie hat hier wirkliche Freunde gehabt. Ja. Hat jemand von Ihnen Frau Dr. Wessling am Freitagabend hier in der Siedlung gesehen? Freitagabend. Niemand? Das ist schade. Frau Dr. Wessling muss einen Grund gehabt haben, weswegen sie am Freitagabend hier so spät und unangemeldet hergekommen ist. Der Grund könnte in einem Gespräch gelegen haben, das sie am Nachmittag geführt hat.
Sie hat ihrem Sohn gesagt, sie hat sich mit einem Mann unterhalten. Hier in der Siedlung. Können Sie mir helfen, den Mann zu finden? Das Gespräch muss zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr stattgefunden haben. Frau Dr. Wessling soll dann sehr deprimiert nach Hause gekommen sein. Vielleicht war es der Grund, dass sie ermordet wurde, weil sie in diesem Gespräch etwas erfahren hat, das sie nach Meinung ihres Mörders nicht hätte wissen dürfen. Also sie wollen nicht mit mir reden, nicht? Sie haben was gegen Bullen. Naja, das ist ja ganz gut, aber ich suche einen Mann, der eine Frau erstochen hat und die Frau, die war doch sehr gut zu Ihnen, nicht? Die hat es doch sehr gut mit Ihnen gemeint, oder? Sie müssen woanders suchen. Wir suchen überall da, wo das Leben endet und die Spur des Täters beginnt. Hier muss ein Wagen gegengefahren sein, beim Wenden zum Beispiel. Es sind auch Lackspuren. Ja, und da unten liegen Glassplitter von einem Brems- oder Blinklicht. Lackspuren und Glassplitter stammen von Frau Dr. Wesslings Wagen. Wisst ihr, was das heißt? Dass die Leiche von Frau Dr. Wessling an der Stelle ins Wasser geworfen wurde. Und dass der Mörder die Tote in ihrem eigenen Wagen an die Isar gefahren hat. Das kann aber doch nicht stimmen. Denn als Frau Dr. Wessling in die Siedlung kam, da war der Wagen doch schon beschädigt. Hol mal die Fotos. Also irgendwas passt da nicht zusammen. Nochmal von vorn. Frau Dr. Wessling steigt in der Siedlung aus ihrem beschädigten Wagen. Ja. Das heißt? Das heißt, bevor sie in die Siedlung gefahren ist, müsste sie dann eigentlich an der Isar gewesen sein. Richtig. Da, wo der Wagen beschädigt wurde. In der Siedlung bleibt der Wagen genau an der Stelle stehen, wo Frau Dr. Wessling ihn verlassen hat. Das beweisen die Reifenspuren auf den Fotos. Er wird auch hinterher von niemand mehr benutzt. Das heißt, der Leichnam von Frau Dr. Wessling kann nicht in ihrem eigenen Wagen, er muss in einem anderen zur Isar gebracht worden sein. An der Isar wirft der Täter die Leiche genau an der Stelle ins Wasser, wo die Lebende 1 bis 2 Stunden vorher gewesen ist und ihren Wagen beschädigt hat. Grüß Gott! Wir haben halt zu Sie. Ich habe nur eine Frage. Kennen Sie die Frau? Kenn ich nicht. Vielleicht schauen Sie sich das Foto mal ein bisschen genauer an. Die Frau könnte am letzten Freitag hier gewesen sein. Wer sind Sie denn eigentlich? Frau Dr. Wessling. Ist da hinten in der Ecke gesessen. Alleine oder in Begleitung? Mit einem Mann. Na, dann legen Sie mal Ihren Lappen beiseite und beschreiben Sie den Mann. Fahrrad und steifes Bein. Das ist Wolleck. Jakob Wolleck. Was ist denn das für ein Mensch? Was wissen Sie denn so von dem? Ein Tippel- und Wermutbruder. Seit frühester Jugend auf der Walze. Länger als 3 Tage hat er das nirgends ausgehalten. Dass er bei uns fast ein halbes Jahr war, das ist Magdalenas Verdienst gewesen. Sie sagten, er war. Ist er nicht mehr da? Nee. Heute Morgen hat er sich von mir verabschiedet. Er meint, es wäre Zeit, weiterzuziehen. Wissen Sie, dass er sich am Freitagnachmittag mit Frau Dr. Wessling getroffen hat? Nein. Nein? Kann ich mal das Zimmer sehen, wo er gewohnt hat? Ja, aber da werden Sie nicht viel von haben. Seine 3 Habseligkeiten hat er mitgenommen. Das macht nichts. Zeigen Sie mir das mal. Ich geh mal vor. Liebmann will in unser Zimmer ziehen. Hab nichts dagegen. Sie hat sich ins Klo verirrt. Hat Ihnen der Herr Wolle gesagt, wo er hin wollte? Kein Wort. Wahrscheinlich wusste er das selber noch nicht. Das ist meistens so. Ist er freiwillig gegangen, von selbst, oder hat ihm jemand gesagt, es wäre wohl gut, wenn er ein bisschen verduften würde? Wenn ich seine Tierhandlung verkaufe, kriege ich 5 Mark. Ich habe Sie was gefragt. Er ist freiwillig gegangen. Er hatte die Nase voll.
von der ganzen Sozialsuppe, dem Wohlfahrtsgetue. Hey, komm, komm, komm! Alles Scheiße hier! Na, Köster? Frau Dr. Wessling nannte die Kontonummer 7644 bei der Süddeutschen Vereinsbank in München, aber auf dem Briefbogen der Projektgruppe, da steht die Kontonummer 86421 bei der Vereinigten Kreditbank in Augsburg. Das Konto wird bei uns geführt, aber nicht unter der Bezeichnung Projektgruppe Nichtsesshaftenhilfe. Sondern? Unter dem Namen Liebmann. Theodor Liebmann. Ein Liebmann gibt es in der Obdachlosensiedlung. Sind Einzahlungen auf das Konto vorgenommen worden? Ein- und Auszahlungen. Können die Einzahlungen unter der Bezeichnung Projektgruppe Nichtsesshaftenhilfe erfolgt sein? Der Computer registriert nur die Nummer. Die Bezeichnung wird nicht berücksichtigt. An was für Einzahlungen hatten Sie gedacht? Eine Frau Dr. Wessling hat um Spenden für diese Projektgruppe gebeten. Und was ist aus dem Haus? Das würden wir erstmal vermieten. Und dann? Verkaufen. Und Magdalenas Sachen? Was wird aus den Möbeln und den Büchern? Bücher kannst du selbstverständlich mitbringen. Und der Rest wandert auf die Müllkippe oder was? Andreas, auf dem Haus hier liegt eine Hypothek. Die muss abgezahlt werden. Ich kann Geld verdienen. Magdalena ist tot. Du kannst sie mit deinem Schmerz nicht wieder lebendig machen. Ach, das verstehst du nicht. Du hast sie doch immer abgelehnt. Die hat sie nie was bedeutet. Du hast sie im Stich gelassen. Ich hatte bei Magdalena Verständnis gesucht und etwas Zuneigung. Beides konnte sie nicht geben. Magdalena war immer für jeden da. Für Arme, für Alte, für Kranke, für alle. Und wann war sie für dich da? Du, ich erlaube nicht, dass du hier so redest. Das ist Magdalenas Haus. Sie hat es nach der Scheidung von mir bekommen. Und jetzt gehört es mir. Bitte geh jetzt. Ich werde mir immer Vorwürfe machen, dass ich dich damals nicht zu mir genommen habe. Aber ich hatte einen Vertrag mit einer Firma. Ich hatte mich verpflichtet, ins Ausland zu gehen. Ich konnte nicht mehr zurück, als Magdalena damals nach der Scheidung zu mir gesagt hat, wenn du willst, kannst du den Jungen haben. Wir wissen nichts. Wir haben mit dem Mord nichts zu tun. Ich glaube, dass er die Wahrheit sagt. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Über Tote sollte man eigentlich nur Gutes. De morto ist nil nisi bene, aber wie war sie wirklich? Ihre Aktivitäten zum Wohle der Menschheit ließen ihr keine Zeit für die Nöte und Kümmernisse der Menschen neben ihr. Sie war klug, energisch. Sie sah das Elend in der Welt, sah auf Abhilfe. Sie organisierte Hilfskomitees für Verfolgte, unterschrieb Aufrufe für Unterdrückte. Die Sache der Menschheit war ihre Sache. Den einzelnen kleinen Menschen hat sie dabei übersehen, aber zu unbedeutend, um von ihr bemerkt zu werden. Und wie war sie zu dem Jungen? Sie wollte kein Kind. Als der Junge kam, hat sie entsetzlich gelitten. Und als er dann größer wurde, hat sie sich mehr so wie eine Art mütterliche Freundin, Kameradin gesehen. Er durfte sie nicht Mutter, er musste sie Magdalena nennen. Und weil er schwierig war, Zeit kostete, Zeit, die der Sache der Menschheit verloren ging, steckte sie ihn in ein Internat. Aber er hat sie geliebt. Ach, Sie haben Besuch. Das ist meine Freundin. Ja, ich weiß. Mein Name ist Köster. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie mit Ihren Ermittlungen weitergekommen? Ich bin ganz zuversichtlich. Wir haben auch noch mal Ihr Alibi überprüft. Das stimmt. Als Frau Dr. Wessling in der Siedlung ankam, da waren Sie bei dem Vater der jungen Dame. Und als Ihre Mutter ins Wasser geworfen wurde, da waren Sie immer noch da. Sie sind auch zwischendurch nicht weggegangen. Wenn seine Mitschüler am Wochenende nach Hause gefahren sind, dann musste er meistens im Internat bleiben, weil Magdalena keine Zeit hatte. Vor 2 Monaten
hat er seinen 19. Geburtstag gefeiert. Bei mir und meinen Eltern. Was war am Freitagabend, bevor Frau Dr. Wessling in die Siedlung fuhr? Was soll gewesen sein? Was hat sie ihm da angetan? Nichts. Ich weiß nicht. Ja, ist gut, Sie können gehen. Ziehen Sie den Mantel an. Der gehört mir nicht. Ziehen Sie ihn an. Wieso? Ziehen Sie ihn an. Binden Sie den Schal um. Was wollen Sie von... Binden Sie ihn um. Frau Dr. Wessling hatte ihre Figur. In der Dunkelheit musste sie jeder für Magdalena halten, wenn sie mit ihrem Wagen ankam. Wir wollten uns zusammen nach Paris fahren. Nur Magdalena und ich, 3 Wochen. Das habe ich mir so toll vorgestellt. Ich habe mich so gefreut. Dann ist sie nach Hause gekommen. Sie konnte nicht mitfahren, weil... diese verdammte Siedlung. Ich sollte allein fahren, weil sie irgendeinen Mann treffen wollte. Da habe ich... das Messer. Das Messer lag noch auf dem Tisch. Ich habe... Warum ist sie denn... Wir wollten doch nach Paris fahren. Nur Magdalena und ich. Etwas später kam dann ihre Freundin und sagte ihnen, was sie machen sollten. Dann trugen sie den Tod in den Wagen. Und ihre Freundin zog den Mantel ihrer Mutter an. Und den Schal. Und dann fuhr sie zu Isa, schleppte die Tote ins Wasser. Und dann fuhr sie in die Siedlung.